Ich habe 10 Tage in Animal Crossing New Horizons gelebt. Bevor ich auf eine neue Insel starten konnte, musste ich aber meine alte Insel, in die ich über 100 Stunden investiert habe, unwiderruflich löschen. Autsch. Aber das sollte es mir wert sein, denn meine neue Insel soll das Paradies auf Erden werden, sodass sich selbst die Bonzen mit ihren Ferienhäusern auf Sylt wie Geringverdiener vorkommen. 1500 Euro, die Pissel! Nepp und Schlepp haben mich nach meinem Namen und meinem Geburtstag gefragt und dann durfte ich mich selbst gestalten. Nachdem ich mich für die symmetrischste Insel entschieden habe, ging es auch schon mit Tag 1 los. Na, die kenne ich doch. Die gute Pamela. Pamela und Pippo. Wer bist du? Rudi. Okay, was geht, Rudi? Rudi ist jetzt mein Brudi. Finde ich nicht witzig. Ich habe mein Zelt aufgebaut und auch für Pamela und Rudi entschieden, wo sie ihr Zelt hinstellen, um von vornherein klarzustellen, wer hier das Alpha-Tier ist. Danach sollte ich ein paar Äste fürs Lagerfeuer am Abend sammeln. Zusätzlich habe ich eine ganze Menge Unkraut gepflückt und Äpfel aufgesammelt, um mir von Tag 1 an möglichst viel in die eigene Tasche zu stecken. Leider war Nux so dreist und hat mir 6 Äpfel direkt wieder abgenommen, um Apfelsaft für alle zu pressen. Beim Anstoßen ist uns dann aufgefallen, dass die Insel noch keinen Namen besitzt und wie es sich für mich als Alpha gehört, lag es in meiner Verantwortung, den besten Vorschlag abzuliefern. Hater würden sagen, ich sei egoistisch oder selbstverliebt, aber das würde ich wahrscheinlich auch sagen, wenn ich nicht ich wäre. Jedenfalls, wie hätte es anders sein können, wollte ich die Insel Schneiland nennen. Und aufgrund meines dominanten Auftretens hat keiner ein Wort dagegen eingelegt. Also heißt die neue Heimat ab sofort Schneiland und ich wurde netterweise auch direkt zum Inselsprecher ernannt. Anschließend hat mir Tom Nook ein Feldbett überreicht und ich habe mich in mein Zelt verzogen, um mir einen von der Palme zu wehen, um mich schlafen zu legen. Im Traum ist mir dann noch so ein komischer Hund erschienen. Ich wette, dieser schmierige Waschbär hat mir irgendwas in meinen Apfelsaft gemischt. Nachdem Nook mich aus meinem Schönheitsschlaf geweckt hat, hat er mir netterweise ein Smartphone überreicht, weshalb ich ihm diesen Tritt ins Fettnäpfchen gerade nochmal verzeihen konnte. Leider wurde er direkt danach wieder unverschämt und hat knapp 50 Riesen für den Umzug auf diese Insel verlangt. Okay, zugegebenermaßen hätte ich mich im Voraus erkundigen können, wie viel mich der Spaß kosten wird, aber jetzt war es nun mal so und da ich aus sicherer Quelle weiß, dass Nook Connections zur Russenmafia pflegt, habe ich an der Stelle nicht weiter diskutiert. Er kam mir sogar etwas entgegen und bat mir an, meinen Kredit durch das Meilensystem abzubezahlen. Nook-Meilen konnte ich beispielsweise durch das Aufsammeln von Unkraut oder das Herstellen von Werkzeugen verdienen. Also eigentlich mit allem, was man so auf einer einsamen Insel macht. Ich fing also direkt an, etwas Ordnung zu schaffen, als mir Rudi über den Weg gelaufen ist und einen Hut geschenkt hat. Keine Ahnung, wo er den her hat, aber ich habe ihn direkt mal anprobiert und finde, dass ich damit noch etwas besser aussehe. Ja, tatsächlich noch besser. Kurz darauf wurde ich über das Benutzen der Behelfswerkbank informiert und war somit in der Lage, mein eigenes Werkzeug herzustellen. Meine erste Angel und mein erster Kescher sollten natürlich direkt getestet werden. Und mein erster Fisch. Es handelt sich um eine Dose. Sehr stark. So, aber wenigstens mein erstes Insekt. Ein Kolibrifalter. Oh, das sieht doch schon besser aus. Das sieht doch nach einem Fisch aus. Ja, ja. Digga, das ist nicht dein Ernst. Was ist für eine Schrottinsel? So, ich mach das hier zu fangen. Ha, sehr schön. Eine Hialessa-Zikade. Ja klar. Wie viel zahlt ihr denn für 100 Unkraut? Oder sagen wir gleich mal 200. Oder 300. Ja, knapp 3000 Sterne. Ich kann gerade nicht einschätzen, wie viel das ist. Ich habe echt die Währung nicht mehr ganz genau im Kopf, aber ist doch okay. Ist besser als nichts. Ich weiß nur noch, dass man 8k für eine Vogelspinne bekommt, aber sonst nichts mehr. Unkrautfeind. Der Feind! Der Feind! Ah, und hier nochmal okay fürs Verkaufen. Ich habe dann angefangen, meine Funde vor meinem Zelt zu lagern, was zwar nicht unbedingt gut aussah, aber mein Inventar freigehalten hat. Aus dem geangelten Müll konnte ich dann noch dieses Spielgerät und eine Sukkulente herstellen. Immerhin etwas. Oh, eine Königslibelle. Ich glaube, die sind wertvoll. Ein Grashüpfer. Ja, okay. Insekten schön und gut, aber ich hatte jetzt immer noch keinen einzigen Fisch geangelt, wofür es jetzt wirklich mal Zeit wurde. Habe ich vielleicht tatsächlich mal einen Fisch? Digga, das ist doch nicht dein Ernst. Ich krieg schon ein Achievement dafür, dass ich nur Scheiße angel. Okay, dann jetzt aber. Bitte, Mann, komm schon. Na also, ein Aju. Kann ich überhaupt nicht einschätzen, kenne ich nicht, aber ein Aju. Cool. Ein Goldmistkäfer, okay. Und mein Kescher ist kaputt. Meine kleine Insektenfarm hier. Oh, was ist das? Ein Döbel. Auf der Suche nach... Kein Plan, Mann. Warum habe ich eigentlich diese scheiß Bäume geschüttelt? Naja, egal. Jedenfalls ist das passiert. Oh, Scheiße. Sollte mal wieder weglaufen. Oh, Junge. Schaffe ich das? Nein. Och Mann. Ja, dann sehe ich jetzt heute aus wie ein Volltrottel. Ich war trotz meiner Eitelkeit zu faul, Medizin herzustellen und habe mich dazu entschieden, lieber für den Rest des Tages mit dem geschwollenen Auge rumzulaufen. Ich habe die Insel weiter gelootet, den ganzen Kram bei Nepp verkauft und anschließend meinen ersten Kauf getätigt, nämlich mein erstes Bastelbuch. Darin enthalten waren einige Anleitungen für mehr oder weniger schicke, aber essentielle Einrichtungsgegenstände wie einen Steinhocker, ein Strohbett oder eine Pfanne. Also irgendwie... Und ich krieg wieder Nook-Meilen für Angelmeister. Und ihr seht schon, wir haben über 5000 erreicht. Was heißt, dass ich direkt am ersten Tag schon meine Hütte abbezahlen kann. Ich habe sogar nochmal Meilen gekriegt. Moment, es geht hier nur um die Streak, okay. Stimmt, ich habe bisher keinen Fisch entkommen lassen. Das ist gut, denke ich. Nachdem ich dann noch meine doppelten Insekten und Fische an Nepp verkauft habe, ich will wirklich nicht wissen, was er mit denen macht, bin ich zu Nook gegangen und habe ihm die 5000 Meilen gezahlt. Aber wie es sich für Immobilienhaie wie Tom Nook gehört, hat er mir direkt den nächsten Kredit in Höhe von 98.000 Sternis aufgeschwätzt. Dafür sollte mein Haus schon am nächsten Tag stehen. Also perfekt für ein ungeduldiges Konsumopfer wie mich. Tag 3 startete direkt mit einer Inseldurchsage, welche ab sofort täglich stattfinden und in 99% der Fälle komplett überflüssig sind. Yo, ich hab ein Haus. Wild. Im Briefkasten wartete außerdem ein Geschenk von meiner Mom. Yo, danke Mama. Einfach Pfirsiche, geil. Nook und Nepp haben sich bei einem Laden unterhalten, für deren Bau sie Unterstützung benötigen, doch leider hatte ich noch keinen Kopf für deren Scheiß. Stattdessen bin ich erstmal für Online-Shopping an den Automaten gegangen und habe mein neues Ziel visualisiert. Alltagswerkzeuge A bis Z. Ein Set aus Anleitungen für Kescher, Äxte, Schaufeln und so weiter, nur leider kostete mich das Ding 3000 Meilen, während ich gerade mal knapp über die Hälfte davon hatte. Also war Sparen angesagt. Zumindest
zumindest mit Meilen, denn direkt danach habe ich schon mal 10% meines Kredits in Form von Sternis abbezahlt. Dieses Mal ist es mir übrigens gelungen, vor den Wespen zu flüchten, auch wenn ich sie lieber gefangen hätte. Am Strand fand ich eine Flaschenpost und daneben befand sich eine goldleuchtende Stelle am Boden, wofür mir leider noch eine Schaufel gefehlt hat. Netterweise hat mir Pamela dann eine Schaufel geschenkt und mit dieser konnte ich einen Geldsack aus dem Boden heben. Und auch wenn es meinem Geiz wehgetan hat, ist es immer sinnvoller, einen Geldsack an Ort und Stelle direkt wieder zu vergraben, damit ein Geldbaum heranwächst. Mit der Schaufel konnte ich außerdem Teppichmuscheln ausgraben und die Pfirsiche, die heute per Post kamen, anpflanzen. Dann habe ich mir noch eine Anleitung für die Schleuder bei Nap gekauft und 3000 Meilen, die sich in der Zwischenzeit angesammelt haben, gegen das Anleitungsset eingetauscht. Mein neues Ziel waren jetzt 5000 Meilen für das Rucksack-Upgrade, Taschen richtig nutzen, womit ich 10 zusätzliche Slots bekommen würde. Mit der Schaufel konnte ich dann noch die Steine abbauen und dabei habe ich sogar ein Golderz gefunden. Zum ersten Mal konnte ich den Loot, den ich nicht verkaufen wollte, im Lager meines Hauses verstauen, doch ein paar Eisenerze waren notwendig, um meine Werkzeuge abzugraden. Dummerweise fehlte mir noch die Anleitung für eine normale Axt, während ich schon die Anleitung für die Upgrades der Axt besaß, aber ohne Wackelaxt keine richtige Axt. Plötzlich kam es zu einem ungewünschten Aufeinandertreffen. Alter, war das knapp. Alter, war das knapp. So ein ekelhaftes Vieh. Guckt euch das an. Den Skorpion ist so gruselig, ohne Spaß. Erst dann ist mir durch Zufall aufgefallen, dass ich meine ersten Insekten an Nook abgeben muss, damit Eugen überhaupt auf die Insel kommt. Das kommt davon, wenn man alle Textboxen skippt. Oh, stimmt. Ich muss die mir erst abgeben. Oh, Junge, ich bin so dumm. Ja, kein Wunder, dass das Museum noch nicht gebaut wird. Für jedes der 5 ersten Insekten gab es eine kleine Belohnung von Nook, darunter auch die Anleitung zu Wacklaxt. Jetzt war es aber soweit und Eugen beschloss, auf die Insel zu kommen. Oh, shit, da ist noch einer. Jetzt. Scheiße! Das ist echt nicht einfach, die zu fangen. Egal, für die Nook-Meilen. Damit endete auch der dritte Tag. Wenn euch das Video bisher gefällt, würde ich mich diesmal besonders über einen Daumen nach oben freuen. Ich kann zum Zeitpunkt der Produktion dieses Videos gar nicht einschätzen, wie gut es ankommen wird, da es etwas eher Untypisches für meinen Kanal ist. Feedback wäre mir deshalb umso wichtiger und ich wäre euch sehr dankbar für einen Kommentar, in dem ihr eure Meinung über diese Art von Videos mit mir teilt. Den vierten Tag habe ich direkt mal mit Holzhacken begonnen. Wie ein echter Mann. Leider wurde ich beim circa dritten Baum schon wieder von Wespen überfallen und sah dadurch wieder wie der größte Trottel aus. Die Pfirsichbäume sind auch schon ein wenig gewachsen und am Meer habe ich kurz darauf den gestrandeten Gulliver gefunden, für den ich 5 Fernsprecherteile am Strand wiederfinden musste. Das war mir in dem Moment aber erstmal egal und ich habe lieber meinen zweiten Geldbaum gepflanzt und Steine geschlagen. Ganz so egoistisch war ich dann aber doch nicht. Ich habe Gulliver die Teile zusammengesucht und er ist abgezogen. Übrigens, bisher habe ich alle 35 Fische, die ich gefangen habe, am Stück gefangen, ohne dass mir einer entwischt ist. Ich musste mir also Mühe geben, dieses Streak weiterhin aufrechtzuerhalten. Von Eugen habe ich dann die Anleitung zum Sprungstab gekriegt, wodurch ich endlich die anderen Seiten der Flüsse erkunden konnte. Zusätzlich dazu habe ich mir noch meine erste Schleuder und meine erste Gießkanne gecraftet. 15 Stiftungen waren jetzt noch nötig, bis das Museum gebaut wird. Zum Glück habe ich die ganzen Terrarien und Aquarien vor meinem Haus gelagert, weshalb ich die Tiere nur noch abgeben musste. Aber hey, es ist Animal Crossing und natürlich war dieser Prozess mit 100.000 Textboxen verbunden. Meinen Kredit konnte ich auf 50.000 Sternis reduzieren und auch bis zu den 5.000 Meilen für das größere Inventar war es nicht mehr weit. Und hier verfehlt auch nicht mehr viel, okay? Das ist schon sehr praktisch. Ich glaube, da spare ich kurz drauf. Aber es wird jetzt endlich mal Zeit. Let's go! Und hier gibt's wieder Unkraut zu pflücken, das ist doch schon mal schön. Was gibt's Besseres als Unkraut zu pflücken, oder? Ich habe also erstmal aufgeräumt und dabei meine ersten Fossilien ausgegraben. Außerdem habe ich mein Lager des Hauses direkt zugemüllt. Beim weiteren Looten habe ich dann noch einen sehr weirden Fisch geangelt. Digga, man kann Frösche angeln, was zur Hölle? Und mein erstes Geschenk vom Himmel geholt. Let's go, mein erstes Geschenk! Und es handelt sich um Nostalgie-Dino-Wandschirm. Oder was? Ah! Nostalgie. Da ich noch keinen Apfelbaum selbst angepflanzt hatte, wurde es auch dafür mal Zeit. Anschließend habe ich mein Zimmer von innen etwas schöner eingerichtet. Es ist nicht viel, aber es ist ehrliche Arbeit. Und ich habe einen total nostalgischen Dino-Pappaufsteller. Also was will man mehr? Durch diverse Achievements, die nebenbei erreicht wurden, konnte ich mir inzwischen auch die Taschenvergrößerung auf 30 Slots leisten. Ach, so ist das. Alles klar. Und auf einmal ist mein Rucksack doppelt so groß. Mensch, wie praktisch. Ich habe dann noch ein wenig geangelt, um zumindest mal eine 50er-Streak an Fischen vollzukriegen. So, und jetzt müsste ich eine Streak von 50 haben, richtig? Ja. Goddamn, das ist so schwierig, ne? Also natürlich wird es nicht schwieriger, aber ich werde immer angespannt damit. Rudi hat mir dann netterweise noch Eisenerz geschenkt und ich konnte meine erste eigene Behelfswerkbank bauen, welche ich vor mein Haus platziert habe. Am 5. Tag begann der Bau des Museums, daher war es für einen Tag geschlossen und ich musste meine neu gefangenen Tiere weiterhin wie der größte Messi in meinem Vorgarten sammeln. Es kam übrigens ein Dankeschön von Gulliver per Post. Ein Gebirgshut. Deutlich fresher als mein bisheriger Hut, wie ich finde. Meine Nachbarn hatten inzwischen auch Häuser und Schneilin sah dadurch schon eine ganze Ecke zivilisierter aus. Außerdem kam Aziza an diesem Tag zum ersten Mal auf die Insel. Aziza verkauft zufällige Teppiche, Böden und Tapeten, die man erst nach dem Kauf einsehen kann. Ja wie, ich kann die vorher nicht sehen oder was? Komm, gib mir eine mysteriöse Tapete. 3000, Alter. Ja, komm, scheiß drauf. Eine Samurai-Tapete. Ja, das klingt ganz cool. Mal gucken gleich, wie das aussieht. Beim täglichen Holzhacken hat mich dann natürlich, wie üblich, ein Wespenschwamm gefickt. Was auch sonst. Das wird mittlerweile auch schon zum täglichen Ritual, ey. So eine Scheiße. Aber diesmal gab es Rache. Ha! Na also, eine Wespe. Die Samurai-Tapete sieht übrigens so aus. Oha, das sieht gut aus. Das sieht tatsächlich gut aus. Ich bin begeistert. Das sieht richtig gut aus. Hat er schon übel schick hier drin. Ach ja, erinnert mich an das Gespräch zwischen Nap und Nook an Tag 3. Die beiden hatten vor, einen Laden zu bauen, nur leider habe ich komplett verpeilt, mit ihnen darüber zu sprechen. Daneben jetzt. Nap braucht 30 Eisenerze und je 30 Stücke der 3 Holzsorten. Ich hatte inzwischen wieder knapp 5000 Meilen angesammelt, von denen ich mir den Werkzeugring und die Profi-Edition der Designs-App kaufen konnte. Die Designs-App hatte ich bis zu dem Zeitpunkt noch nicht mal in der normalen Version verwendet, wofür es jetzt endlich mal Zeit wurde. Ja, ich sehe ein bisschen aus wie der letzte Penner, aber es ist
ist okay. Die insgesamt 90 Hölzer zu sammeln, war weniger ein Problem, aber 30 Eisenerze wiederum war eine wirklich große Menge. Ich habe also weiterhin Ausschau nach jedem Stein gehalten, den ich eventuell übersehen haben konnte, und dabei die ganze Insel abgesucht. In einem weiteren Geschenk war ein Kleid, womit ich leider recht wenig anfangen konnte, aber immerhin habe ich ein paar gute Fische geangelt. Um irgendwie doch noch an neue Steine zu kommen, habe ich mein erstes Meilenticket am Flughafen eingelöst und mich auf eine fremde Insel fliegen lassen. Udo hat echt die allerbeste Stimme. So ein Ehrenmann. Okay, hier gibt's leider auch Äpfel, das ist ein bisschen schade. Aber Blumen. Ich hab's erstmal Blumen gepflückt. Das ist doch schön. Das ist doch schön, oder? Und der erste fremde Fisch ist. Ja, ein Igelfisch, okay. Leider nichts Neues. Aber mal gucken, was es hier sonst noch so gibt. Ein Stein. Cool. Scheiße. Ich hab ein Problem. Kriege ich das noch hin? Komm schon. Scheiße! Oh, jetzt bin ich... Ja, okay, scheiße. Ich bin tot, wenn man davon tot sprechen kann. Cool, es war ein Achievement. Ich habe es natürlich mit Absicht gemacht. Aber wenn ich jetzt einen Apfel esse, dann müsste ich doch mit der Schaufel den ganzen Baum ausheben können, richtig? Ja, genau. Ja gut, dann nehme ich mal eine Tanne mit, würde ich sagen, oder? Komm schon, Mann, ich brauche Eisenerz. Ja, okay, noch 11 Stück. Vielleicht ist es auch einfach mal sinnvoll, die Medizin zu nehmen, so. Ich weiß nicht. Boah, ich sehe ja wieder aus wie ein Mensch. Wer bist du eigentlich, Werther? Eigentlich ist sie schon echt hässlich so, aber ja, kommt sie auf meine Insel. So, jetzt komm schon, Mann, gib mir 8 Erz. Gib mir einfach 8 Eisenerz. Ja, 1, 2, 3, 4, 5. Jo, 6. 6 ist schon sehr stark. Oh, das ist sehr groß, das ist sehr groß. Jo, was? Was bist du denn, Alter? Ein Arapaimer. Junge, was zur Hölle? Ich weiß nicht, wie selten der ist, aber er sieht sehr selten aus. Übrigens, als kleines Update, ich habe inzwischen das Streak von 85. Ich habe immer noch keinen einzigen entgehen lassen. Wenn ihr ganz oben guckt, Angelmeister, ja, ich habe alle 85 bisher gefangen. Das ist doch nett, aber ich werde langsam echt paranoid, dass ich es nicht schaffen sollte. Würde ich sagen, war ich jedoch ziemlich erfolgreich. Die Kokosnüsse der Insel habe ich an meinem eigenen Strand vergraben, damit sie zu Palmen heranwachsen. So, und wie groß ist der jetzt eigentlich? Bruder, was? Kriegt er noch einen Swimmingpool? Okay, mir fehlen also noch 5 Eisenerz, aber die besorge ich dann morgen. Durch das Verkaufen der übrigen Materialien hatte ich gerade genug Kohle, um meine Schulden abzubezahlen. Aber ich habe, wie auch sonst, natürlich direkt den nächsten Kredit aufgenommen, um mein Haus zu vergrößern. Das war Tag 5. Heute war das Museum endlich fertig und mein Haus ist auch über Nacht gewachsen. Von der Akademie des schönen Hauses habe ich dafür eine Waschmaschine geschenkt bekommen. Durch das tägliche Looten war ich endlich in der Lage, die 30 Eisenerze und damit auch die letzten Materialien für den Ladenbau zusammenzukratzen. Mit Nuckmalen habe ich mir dann einen Sterniteppich gegönnt, um meinen finanziellen Wohlstand direkt zu untermauern, sobald man mein Haus betritt. Den Laden habe ich vorerst direkt hinter dem Marktplatz positioniert, da ich sowieso plane, alle Gebäude erst richtig zu platzieren, sobald ich mit Terraforming die Insel nach meiner Wunschvorstellung umgebaut habe. Zum Glück dauert das keine halbe Ewigkeit, nicht wahr? Dem fertigen Museum habe ich dann endlich alle meine restlichen Funde abgegeben, um auch vor meinem Haus etwas Ordnung zu schaffen. Alter, das wird jetzt eine halbe Ewigkeit dauern, aber egal. Eugen, bitte halt die Schnauze. Kannst du einfach meinen ganzen Stuff nehmen? Wieso kann ich nicht einfach mehrere auswählen? Ja, bitte. Das kann nicht euer Ernst sein. Ah, okay, ich kann mehrere auf einmal spenden. Halleluja, okay, dann habe ich nichts gesagt. Inzwischen waren es übrigens 90 Fische, die ich, ohne einen zu verpassen, an Land gezogen habe. Alter, das ist was Großes. Junge, wie das vibriert. Yo! Nochmal so einer. Digga, sind die so selten oder? Also die müssen ja eigentlich selten sein, aber holy shit. 92, 93, 94, 95, 96. Oh, der ist neu. Der Schnabelbarsch. Ist das ein Hai? Yo, das ist ein Hai. Oder was geht hier ab? Yes, ich hab ihn. Alter, geil. Ein Schiffshalter. Was zur Hölle? 98, 99. Yes. 100. Ja, komm, weg damit, Alter. Den brauche ich überhaupt nicht. Let's fucking go. Ist wahrscheinlich eine der schwierigsten Quests im ganzen Spiel. Also von denen, die ich kenne auf jeden Fall. Digga, da ist nochmal ein Hai, als ob. Ja, ist der gleiche nochmal. Okay, vielleicht ist der gar nicht so selten. So ein angenehmes Gefühl, jetzt einfach Fische verjagen zu können, indem ich am Ufer lang renne. Bruder, was ist heute los? Was ist das denn? Digga, ein Knochenhecht. Alter, heute läuft's. Okay, jetzt bin ich mal gespannt, wie viel der wert ist. 1500 nur. Ja, das ist okay, denke ich. Ich hab ein bisschen mehr gehofft, ehrlich gesagt. Aber wie sieht's denn mit dem hier aus? Jo, okay, alles klar, ich hab nichts gesagt. Von dem ganzen Money habe ich mir dann eine Röhre bestellt und dank mittlerweile über 9000 Meilen konnte ich mir alle 24 weiteren Frisuren freischalten. Heute habe ich wirklich den Gönjamin raushängen lassen. Doch dann traf ich erneut auf meinen größten Feind, welcher mir bisher jeden Tag versaut hat. Yes! Alter, heute einfach der erste Tag ohne Wespenstich. Wie stark. Tag 6 lief einfach von vorne bis hinten sauber. Ich habe mir nach dem Holzhacken nochmal die dumme Scheiße von Rudi anhören müssen. Digga, Rudi, was laberst du? Und dann wieder ein bisschen gelootet und einiges gecraftet. Alter, die sieht fucking episch aus, ohne Spaß. Ein richtiges Bett wäre auch mal nicht verkehrt, denke ich. Ja, neue Schuhe nehme ich auch mit, würde ich sagen. Besser als die auf jeden Fall. Und so ein Nachttisch ist doch auch nicht verkehrt, denke ich. Und so ein Vogelhaus passt bestimmt auch schön vors Haus. Ja, es wird langsam schick hier. Yo, sick. Auf jeden Fall besser als die davor. Ja, ich würde sagen, morgen wird hier mal die ganze Einrichtung überarbeitet. Bin nicht ganz so zufrieden, wie das hier alles bisher aussieht. Abschließend habe ich meine letzten Spenden an Eugen abgegeben und zum Abschied wurde die Eröffnung des Museums gefeiert. Um den Tag auch so sauber abzuschließen, habe ich an der Stelle schon beendet, da es nichts Wichtigeres mehr zu tun gab. Bei der morgendlichen Inseldurchsage verkündete Nook, dass der Laden fertiggestellt wurde. Außerdem wurde er von einem mysteriösen Anrufer gestört. Gerüchten zufolge wurde einer seiner Kollegen der russischen Mafia inhaftiert und jetzt muss Nook wieder den Gefängniswärter schmieren, um ihn rauszuholen. Alter, lauter Fanpost, was ist hier los? Ich habe nochmal eine Auszeichnung gekriegt. Digga, ich habe jetzt schon Rang B erreicht. Mein Haus ist absolut hässlich bisher. Aber cool. Und Jorna, ja? Oh, die ersten Pfirsiche sind gewachsen. Ist auch interessant. Die Frage ist, wo ist Jorna? Eigentlich ist wieder der nächste Geldbaum, Alter. Neuer Tag und direkt wieder überfordert. Na?
Digga, ich bin so ein Keck. Ja, dann war es wohl mit dem 5. Geldbaum. Oh, der erste Geldbaum ist fertig. Ah, ich krieg die erste Emotion, das ist auch sehr cool. Ah, ich habe Emotionen gelernt. Schwul. Wie? Ihr habt Schneider noch nicht abonniert. So, hier ist der Laden schon mal, aber da gehe ich noch nicht rein. Ah, hier ist sie. Hallöchen. Der Rübenmarkt, aka der Aktienmarkt. 110. Ah, ich weiß nicht, ob das viel ist, aber ich glaube, das ist nicht gerade niedrig. Ja, komm, ich kaufe mal 100. Nachdem ich einen viel zu hohen Betrag in reines Gambling gesteckt habe, habe ich mir wieder das sinnbefreite Gelaber von Rudi anhören müssen und meine Morning Routine abgearbeitet, welche aus Steine klopfen, Obst pflücken, Muscheln sammeln und Insekten und Fische fangen besteht. So, dann gehen wir mal erstmal in den Laden. Digga, einfach Sonic ist hier. Oh, Ideen für Bastler. Das sieht interessant aus. Das sieht einfach teuer aus in erster Linie, deswegen kaufe ich's. Ich habe mich dann nach dem Top-Ankauf des Tages erkundigt, um beim Verkauf dieses Gegenstandes doppelt Gewinn zu machen. Das war auch bitter nötig, um meine Spielsucht bei Jorna am Leben zu halten. Das Strohbett, okay. Okay, ich habe eine Mission für heute. Ich will nämlich Geld verdienen. Aber als erstes wird hier drin jetzt mal umgeräumt. Wie sieht denn die Dschungeltapete aus? Die ist sick. So, das ist doch schon schicker. Das sieht doch echt nicht schlecht aus. Okay, da passiert echt was. Okay, man braucht anscheinend echt eine zweite. Aber das ist cool, wow. Am Strand habe ich dann eine Anleitung gefunden, welche mich perfekt auf meinem Sigma-Grindset unterstützt. Alter, Langhantel, das ist natürlich nice. 10 Eisenerz. Ich habe eine Mission. Ich habe noch 11 Eisenerz und Hater würden sagen, es ist total dumm, jetzt 10 davon zu verprassen, aber ich mache das jetzt. Du musst einfach Prioritäten setzen, wisst ihr? Zack, Langhantel herstellen. Aber sowas von. Jetzt drück die scheiß Stange hoch. Der legt dich halt hin, du Arschloch, und drück die scheiß Stange hoch. Kann ich nicht damit trainieren? Was ist das denn für eine Scheiße? Mach irgendwas damit, komm schon, Mann, enttäusch mich nicht. Guck dich an, du Lauchgestalt. Leider ist mein Charakter wohl ein absoluter Lappen und kann mit einer Langhantel weniger anfangen als Tom Nook mit dem Gesetz. Also diente die Investition mehr der Dekoration als einem tatsächlichen Nutzen. Wie auch immer, es schien mir deutlich sinnvoller, meine Zeit mit dem Craften von Strohbetten zu verbringen. So, jetzt bin ich mal gespannt, was ich für ein Strohbett krieg. 800 pro Stück, das ist ordentlich, denke ich. Es ist ja nicht das Einzige, was ich habe. So, wie sieht's denn damit aus? Ah, 16.000. Das nehme ich doch. Aber das reicht mir trotzdem noch nicht. Ich hatte eigentlich ein anderes Ziel. Nämlich für noch mehr Unkraut per Meilenticket auf eine neue Insel zu fliegen. Aber Nook hat mich von der Seite angeheuert, eine Brücke zu bauen. Ja gut, das zu bauen sollte jetzt keine große Kunst sein. Aber ich löse trotzdem erst ein Meilenticket ein, denke ich. Alter, was ist das für ein gruseliger Hase da vorne? Digga, wer bist du denn? Karl, Alter. Oh, scheiß Animal Crossing hat so hässliche Charaktere teilweise. Oh, das ist ein großer Fisch. Oh, der ist groß, der ist groß. Oh, was ist das denn? Ein Lachssalmler. Das ist ein scheiß Name. Digga, als ob meine Angel direkt kaputt geht. Das ist dein Ernst. Genau so startet man auf eine neue Insel. Ja, was ist das denn? Eine Saugbarbe. Cool. So, here we go again. Scheiße. Den will ich haben, was auch immer das ist. Komm, die Insel war jetzt nicht so die Erleuchtung. Du änderst das jetzt. Ja, ja. Sei kein Barsch, sei kein Seebarsch. Bitte. Ich meine, der Loot ist okay und zwar auch ein bisschen was dabei, aber geht so. Meine neuen Funde habe ich natürlich wieder dem Museum gespendet und anschließend ein paar weitere Strohbetten hergestellt und direkt wieder verkauft. Mit weiteren 10 Riesen endete also die erste Woche auf Schneiland. Der 8. Tag begann erstmal mit dem täglichen Looten. Diesmal habe ich beim Geldbaum aber etwas anders gemacht, und zwar habe ich 10.000 anstatt nur 1.000 Sternis vergraben. Der Rübenpreis lag an diesem Tag nur bei 100 Sternis, also habe ich gehalten. Ich habe endlich mal wieder Glück mit einem der Felsen gehabt. Ey, endlich mal wieder Gold, Junge! Aber ansonsten ist nicht viel Spannendes passiert. Außer natürlich... Alter, was ist das denn? Was ist das, Mann? Was ist das? Ohne Schlange? Eine Nasenmoräne, Digga, was zur Hölle? Das sieht eklig aus. Mir ist dann eingefallen, dass ich die Brücke, mit der Nook mich gestern beauftragt hat, noch nicht gebaut habe. Also war das mein nächstes Ziel. Beim Holzhacken wurde ich dann aber nochmal unterbrochen. Alter, habe ich mich schon wieder erschrocken. Junge, pack jetzt vorsichtig von unten ran. Muss wirklich vorsichtig sein. Ich bin so behindert, Alter. Scheiße, ich krieg das hin, ich krieg das hin. Achtung. Scheiße! Junge, nein. 8K, einfach so flöten gegangen. Ah, ärgerlich, ärgerlich. Jetzt war ich aber endlich in der Lage, die Brücke zu bauen. Kurz darauf habe ich dann noch eine Sternschnuppe gesehen und mir ganz fest gewünscht, dass ihr den Kanal abonniert. Immerhin ist es kostenlos und kann jederzeit rückgängig gemacht werden. Ich habe mir eine zweite Röhre und den Tauchanzug bestellt und meinen Kredit auf 140.000 Sternis reduziert. Nachdem auch die Brücke endlich platziert wurde, konnte ich meinen ganzen Scheiß wie jeden Tag bei Nooks Laden verkaufen. Ich finde, es war auch mal an der Zeit, meinen Pass zu aktualisieren. Bestimmt habe ich das nicht nur wegen dem Achievement gemacht. Okay, ab sofort bin ich ein aggressives Etwas. Ich finde, das ist eine gute Beschreibung und auch das Bild ist eigentlich ganz nice, finde ich. Oh, neues Achievement, cool. Alter, 300 Meilen, einfach so. Da es auf Schneiland heute nicht mehr wirklich viel zu tun gab, bin ich mit einem weiteren Meilenticket gereist. Mein Plan war es eigentlich, eine Skorpioninsel zu machen, nur leider war das ohne Leiter nicht möglich. Was ist mit dir eigentlich? Eigentlich ist sie ganz cool. Ja doch, die darf ich meine Insel. Enttäuscht wurde ich aber dennoch nicht. Ich konnte einige neue Insekten fangen, darunter eine Stinkwanze, eine Riesenwanze, einen Atlasspinner, eine Lygia exotica, einen Prachtkäfer und einen Fichtenbock. Tag 9 begann damit, dass ich meine neuen Käfer von gestern dem Museum spenden musste. Dann bin ich erstmal shoppen gegangen. Oh, die Küche sieht cool aus. Ich meine, wenn ich schon mal hier bin, ne? Was sind denn die Rübenpreise heute? Oh, 136. Ich glaube, da verkaufe ich. Ich meine, es ist jetzt nicht der Mega-Gewinn, aber es ist okay. Und die Küche hier kostet? 3.000. Ja, easy. Nehme ich sofort mit, Junge. Die ist ja ultra sick. Und jetzt, wo ich gerade den Spiegel hier sehe, ich bräuchte ja auch einen Spiegel, um meine Frisur zu ändern. Der Nostalgie-Gotik-Spiegel. Mit den Gargoyles da drauf oder was auch immer das ist. Nehme ich sofort mit. Passt zwar überhaupt nicht zu meiner Inneneinrichtung, aber ist egal. Nachdem ich etwas Platz in meinen Taschen geschafft habe, konnte ich meine Bestellung von gestern aus dem Briefkasten holen. Einmal die Röhre, bitte. Meilenprogramm, was ist, war das nochmal? Ah, der Tauchanzug, na klar. Okay, und hier ist jetzt die eine Röhre und die andere würde ich sagen, packe ich auf jeden Fall aufs andere Ufer. Ich denke mal hier so ungefähr.
Alter, so sick. Digga, ich kann mich einfach teleportieren. So, kann ich den Spiegel auch benutzen? Ja, kann ich. Okay, hier oben sind alles Langhaarfrisuren. Beatles-Frisur ist auch stark. Sieht ein bisschen nach Hitlerjugend aus. Sieht ein bisschen nach jeder Deutschrapper aus. Ja, und das sieht ein bisschen nach jeder Ami-Rapper aus. Und das sieht ein bisschen nach 2008 Rockband aus. Ah, ich weiß nicht. Ich finde alle nicht so geil, muss ich sagen. Ich glaube echt, das ist die Frisur, die an meiner am ehesten rankommt. Ja, doch, doch, das müsste passen. Nehmen wir das mal. Ja, doch, das ist doch schon deutlich fresher als das davor. Auch wenn es ein bisschen Hitlerjugend ist. Okay, und dann würde ich sagen, verkaufe ich jetzt erstmal meine Rüben. 13.600. Das macht einen Reingewinn von 2.600 Sternis. Ja, das ist okay. Das ist echt nicht die Welt. Aber dafür, dass ich nicht gecheatet habe und nicht auf fremde Inseln gereist bin, finde ich das voll okay. Meine Aufgabe war es dann erstmal, meine Farming-Routine abzuhandeln. Dabei konnte ich ein weiteres Golderz und einen sehr interessanten ersten Fisch des Tages angeln. Oh, was ist das? Was ist das? Jo, was zur Hölle? Ein Sägehai. Digga, das ist ein starker erster Fisch für den Tag. Ach stimmt, die Brücke steht hier auch. Ist mir gar nicht aufgefallen. Auch den heutigen Geldbaum habe ich mit 10.000 Sternis angepflanzt. Leider enthielt die Flaschenpost diesmal eine Anleitung, mit der ich nichts anfangen konnte, da ich die Langhantel schon erlernt habe. Kannst du mir nicht ein anderes Ding beibringen? Aber müsste sich mein Brudi nicht darüber freuen? Aber ich kann ihm das nicht schenken, was eine Scheiße. Ja, dann hier eine Koralle. Ja, ich finde, eine Koralle kann man gut gegen eine Angelweste tauschen. Das ist fair. Oh. Einfach ein Sternensplitter. Also ich denke mal, das kommt von der Sternschnuppe gestern, aber ich weiß es nicht. Ich finde, die Angelweste sieht doch ganz cool aus eigentlich. Ja, doch, ich bin schon ein sehr fresher Angler. Auch mit meinen Boots so. Doch, das kann man machen. Als ich dann eigentlich nur zum Geldautomaten wollte, hat mich Nook mal wieder aufgehalten und mir ca. 400 neue Aufgaben aufgedrängt. Ich musste eine ganze Menge Möbel herstellen, um neue Häuser für neue Einwohner zu bauen. Die Baukits für die Häuser selbst habe ich aber gratis bekommen. Ach du Scheiße. Muss ich das alles herstellen? Mir war Nooks Anliegen in dem Moment aber erstmal egal und ich habe lieber meinen Kredit halbiert und somit nur noch 70.000 Sternis zu begleichen gehabt. Oh, eine Schnecke. Eine Schnecke. Komm her, Schnecke. Wild. So, ich glaube, hier passt das erste Haus doch perfekt hin, oder? Also, es gibt ja quasi keinen besseren Spot für ein anderes Haus. Alter, ist das groß. Ich will die auch alle immer noch relativ nah beieinander haben, da ich mich um eine richtige Verteilung erst kümmere, wenn ich Terraforming und sowas habe. Und ja, das ist jetzt egal erstmal. So, das zweite kann direkt hier hin, würde ich sagen. Junge Nook, halt doch mal die Fresse. Musst du mich alle 2 Minuten anrufen, oder was? Wenn man die Klippen auf der Insel hochklettert, dann findet man welche. Ja, aber dafür bräuchte ich eine Leiter. Ich habe die Leiteranleitung, Alter. Okay, jedes Holz einfach 4-mal. Ja, das ist ja easy. So, dann kommt das dritte Haus hier relativ in die Mitte. Herstellen. Ja, Alter, ich habe eine Leiter. Neben der Leiter habe ich mich dann schon mal um die ersten Einrichtungsgegenstände gekümmert. Oh, mein ganzes Eisenerz. Nein, mein ganzes Eisenerz. Romantik-Gartenstuhl und der Romantik-Gartentisch. So, dann wäre das schon mal erledigt. Ja, aber ich würde echt sagen, bevor ich hier weitermache, ich erstmal hier auf die neue Etage, die ich bisher noch nicht erkunden durfte. Oh, saftig. Die Klippen der Insel zu looten hat zwar extrem lang gedauert, war aber ziemlich langweilig, also gehen wir direkt weiter. So, ich bin endlich fertig. Alter, war das viel. So, ich habe jetzt nochmal eine zweite Behelfswerkbank gebaut. Okay, ich brauche noch einen Holzeimer, Holzbettstuhl und Keramikkrug. Okay, hier fehlt noch das Vogelhaus, die Bauklotzanlage, Bauklotztisch und eben dieser behinderte Türkranz. Und bei dem Haus Steinhockersteintisch und die simpel Wäscheleine. Und für innen Apfelstuhl, Apfelfernseher und einen Topf. Ja, okay, das kriege ich hin. Also habe ich alle restlichen Gegenstände gecraftet. Manchmal bereue ich es, mich der Diktatur dieses Waschbärs unterworfen zu haben. Aber wie hätte ich denn wissen können, was ich hinter diesem unscheinbaren Gesicht verbirgt. Naja, wie auch immer, ich habe natürlich gerne den Drecksjob übernommen, mich für Ome kaputt gearbeitet und mein halbes Lager in ein paar hässliche Möbel investiert, von dem am Ende irgendwelche fremden Bewohner profitieren. So, ich habe alles. Zack, 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 easy. Topf, Apfelfernseher, Apfelstuhl, auch fertig. 1, 2, 3 und dann noch das Vogelhaus. Yeah, hab's geschafft. Oh, was kriege ich dafür? Zäune, ja. Ja, 50 Stück, das ist doch sauber. Alter, okay, da kann ich mir auch direkt die Anleitung dafür holen. Verschiedene Zäune sind schon cool. Nachdem ich aber die Anleitung für die anderen Zäune gelernt habe, war ich fertig mit dem Tag. Das ganze Gebastel hat mich genug Kraft gekostet und für den letzten Tag musste ich gut erholt sein. Tag 10 begann direkt mit der Ankündigung, dass Schneiland einen neuen Bewohner hat. Flora, let's go! Keine Ahnung, wer Flora ist, aber let's go! Die Insel ist doch schon echt ganz schön inzwischen. Was geht, Pamela? Oh, ein Aussichtsfernrohr, ja, das ist cool. Rudi, du Hustler, was machst du jetzt schon wieder? Ah, die Langhantel. Ja, da habe ich dir die Anleitung. Nee, die hab ich dir nicht gegeben, die wollte ich dir geben. Jetzt gibt er mir nochmal die Anleitung. Ist das dein Ernst? Junge, jetzt habe ich nochmal die Anleitung für eine Langhantel. Zum dritten Mal einfach. Jo, wer bist du denn? Digga, Harvey, wer bist du, Alter? Ach, das ist der Fotograf, oder? Du bist Flora? Nein, du bist Rainer. Digga, wer ist denn Rainer auf einmal? Ah, das ist der Kunsthändler, okay. So, aber hier wohnt jetzt Flora, oder? Ah, yo, du bist der Flamingo, natürlich. Doch, hier sieht schon echt schön aus inzwischen. Und wenn das hier mal nicht der perfekte Spot für so ein Aussichtsfernrohr ist, dann weiß ich auch nicht. Alter, perfekt. Nach der Morgenroutine habe ich mich einfach aus Neugier über den aktuellen Rübenpreis erkundigt. Alter, gut, dass ich gestern verkauft habe. Holy shit. Pamela hat mir eine neue Emotion beigebracht, die ich unbedingt gebraucht habe. Okay, cool. Ich habe eine neue Emotion gelernt. Und die ist doch überhaupt nicht seltsam. So, ich will jetzt aber mal gucken, was der hier zu bieten hat. Oder warum ist es so dunkel hier drin? Okay, also das sind anscheinend echte Gemälde, wenn ich das richtig sehe. Und ich meine, es gibt hier Fälschung und echte. Aber Bro, wie soll ich das erkennen? Ich kenne die Musik hier drin, Digga. Was ist das? Aber warum sollte ich das kaufen? Was habe ich davon? Also klar, ich gebe jetzt einfach mal Geld aus, weil ich es kann. Ich bin halt überhaupt kein Kunstfanatiker oder irgendwas. Deswegen, okay, dann kommt das wohl morgen per Post. Interessant. Tschüss. Tschüss, Rainer. Das ist ein Creep, Alter. Aber hier sind neue Blumen gewachsen. Ich glaube, ich hätte die auch mal gießen können über die Zeit, aber irgendwie, ich habe nicht so den grünen Daumen, glaube ich. So, und ich finde, es wird jetzt mal Zeit, hier ein bisschen Zaun zu bauen. Eine Minute, 37 Sekunden später. Alter, das ist doch mal schick, oder? Das sieht doch echt gut aus. Junge, ja, das ist schick, das ist schick. So, aber ihr wisst, wofür es jetzt Zeit wird. Ich warte seit Tagen hier rauf. Alter, let's go. Wie weit kann man eigentlich rausschwimmen? Okay, hier kann ich anscheinend tauchen.
okay. Eine Wakame-Alge. Digga, das ist irgendwie eklig. Okay, direkt nochmal. Ist irgendwie auch sehr interessant, dass Muscheln nicht als Lebewesen anerkannt werden. Aber Algen schon. Digga, eine Qualle. Du kannst dich einfach eine Qualle anfassen. Ist das eine Anemone? Eine Seeanemone, ja, natürlich. Und ein Seestern. Je mehr du findest, desto mehr Meilen erhältst du. Und diese Wortwitze hier in dem Spiel sind echt schlimm. Eine Miesmuschel. Eine Kriechsprossalge. Eine Babylon-Seeschnecke, okay. Und eine Kammmuschel. Digga, wer bist du denn? Junge Johannes. Nein. Ich glaube, ich hätte mir die Kammmuschel abgeben sollen. Was ist das jetzt schon wieder? Eine Seeananas. Ach, das ist da, wo SpongeBob wohnt, ne? Ja, genau. Ah, okay, da ist er nochmal. Ja, von mir aus. Digga, er ist viel zu cool für mich. Was ist das jetzt schon wieder? Eine Perle. Dann gehe ich mal zu Eugen und guck, was der dazu sagt. Okay, und die Perle wollte er nicht annehmen. Das ist interessant. Okay, und so viele Meerestiere gibt es anscheinend doch nicht. So, jetzt ist nur noch interessant, ob das Zeug viel wert ist. 8600, ja, ist okay, denke ich. Und der heutige Top-Ankauf ist ein Steintisch. Ich würde sagen, da mache ich noch ein paar Steintische, oder? Alter, 10 Steintische. Gib mir richtig viel Kohle dafür, ohne Scheiß. 24.000. Ja, die nehme ich. Dann habe ich Nook nach dem Bastelkurs gefragt, den er mal angesprochen hatte. Um daran teilzunehmen, musste ich aber zuerst einen Holzschrank bauen und mit diesem dann zurück in sein Zelt kommen. Der Bastelkurs. Ich alter Bastler. Okay, ich kann den halt umfärben. Wow, ist das spannend. Komm, dann mach ich den einmal in schwarz, bitte. Das habe ich wirklich unbedingt gebraucht, dankeschön. Aber der eigentliche Grund, warum ich hier bin, ist nämlich der Bankautomat. Weil ich meinen Kredit abbezahlen kann. Let's go! Ja, Nook, was sagst du jetzt? Ja, ich könnte noch einen Raum anbauen. Das wäre auf jeden Fall eine Option, ja? 350.000, das ist ja nichts kommt. Sehr schön, dass mein Haus ein weiteres Mal aufgestockt. Und damit endete der 10. Tag in Animal Crossing New Horizons. Wenn ihr mehr von diesem Projekt sehen wollt, schreibt doch einfach einen Kommentar. Danke fürs Zusehen.